Wann hört diese Regierung auf zu lügen? Wann? Sie denken sich ständig neue dumme Geschichten aus. Und man kann den Fernseher nur noch abschalten. Man kann die Zeitung nur noch in den Mülleimer werfen. Am besten gar nicht erst kaufen. Damit sie mal merken, dass wir es geschnallt haben, dass das alles Blödsinn ist. Wann werden Sie endlich anfangen, unsere Fragen zu beantworten? Wo sind die vielen Toten? Woran sind Sie wirklich gestorben? Was sagen die Pathologen? Oder haben die wieder überhaupt nicht gearbeitet? Warum muss man Tote umdeklarieren zu Covid-19-Toten, wenn es doch völlig klar ist, dass es Krebstote oder Herz-Kreislauf-Tote oder sonst wie was für Tote sind? Wo sind all die Grippetoten geblieben dieses Jahr? Sind die auch alle umdeklariert zu Covid-Toten? Es ist so anstrengend, mit euch zu reden, Regierung, ja. Ist halt so doof. Und jeder merkt das. Und die Hubschrauber kreisen über uns und die Demos werden verboten. Und ihr beantwortet unsere Fragen nicht. Das merkt jeder. Und die Berichterstattung ist unter aller Kanone. Ja? Ihr denkt euch immer neue Idioten aus, die ihr hassen könnt und wollt und dürft. Ja? Heute sind es eben keine Juden, keine Schwarzen, keine Roma, keine, weiß der Teufel, wenn sie da, keine Schwulen. Haben sie alle nicht gefunden, ne? Deswegen müssen es jetzt Verschwörungstheoretiker sein. Wann hört das endlich auf? Wir sind nicht gegen irgendwas. Wir sind für Gesundheit zum Beispiel. Wie man Gesundheit erreicht, das erfahren sie aber nicht bei Politikern wie Herrn Lauterbach. Das erfahren sie bei Medizinern, die sich auf evidenzbasierte medizinische Studien stützen. Und die wollen wir. Jeden Tag eine neue, bitteschön. Ja, die sind ja auch alle schon da. Ne? Brauchen Sie bloß in Sachsen die Schulstudie nehmen zum Beispiel, wo rausgekommen ist, dass kein Schüler jemals einen anderen oder auch seinen Lehrer angesteckt hat und so weiter und so fort. Das liegt seit einem Monat alles irgendwo in Schubladen verschlossen rum und wird nicht ausgestrahlt in öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Oder auf einem versteckten Sendeplatz, wo man es nicht findet. Ja. Es gibt haufenweise Epidemiologen, die Ihnen jetzt sagen, es gibt nichts mehr, was wir bekämpfen müssen. Ja. Vielleicht kommt da mal wieder was. Vielleicht ist der Virus mutiert. Wissen wir alles nicht. Wo sind die Erkenntnisse, auf die sich dieses heutige politische Handeln stützt? Schluss, aus, vorbei, Punkt. Das erwarten wir. Die Krise ist vorbei. Die Fußballfans können wieder ins Stadion gehen. Musikveranstaltungen können wieder stattfinden. Menschen können wieder nebeneinander sitzen. Natürlich werden wir vorsichtig bleiben. Leute, die krank sind, sollen gefälligst nach Hause gehen. Das Märchen von den unsymptomatisch Ansteckenden ist ja auch so ein Ding, ne? Also, es existieren nicht wirklich evidenzbasierte medizinische Studien, die das belegen. Also, man kann nicht politisch handeln, wenn die Geschichten, die hier jeden Tag aufs Neue erzählt werden, einfach nur fake sind. Ausgedacht. Heiße Luft. Ja, ich denke auch jeden Tag, wenn ich wieder mal so ein Parfümdüftchen rieche, hey, Aerosole. Ja, also, riechen Sie das auch durch die Maske? Also, wenn Parfüm da durchkommt, ja, ist das doch ein ganz sicheres Indiz, dass andere Aerosole da genauso gut durchkommen, oder? Also, dieser ganze Bullshit muss aufhören. Sofort. Ich habe keine Lust mehr. Und diese Berliner Regierung, Versager, komplett weg mit denen.
Haben wir keine besseren?